Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Nationenvorstellung. Und dieses Mal geht es um meine geliebten Briten. Ja, erstmal vorab, was euch in diesem Video erwartet, wenn ihr die anderen Videos noch nicht gesehen habt. Ich werde euch in diesem Video einen kurzen Überblick über jedes der einzelnen Flugzeuge geben. Werde euch kurz sagen, ob ich sie gut oder schlecht finde. Und werde dann hingehen und werde für jedes der 5 Tiers, werde ich euch eine Empfehlung aussprechen, welche Flugzeuge ihr mitnehmen solltet und welche nicht, um im schnellsten Fortschritt zu machen. Und das basiert auf 5 Crew-Slots unten, weil ihr insgesamt, ohne Echtgeld auszugeben, 5 Crew-Slots haben könnt. Ja, gut. Würde ich sagen, fangen wir direkt an. Und wie ich bereits sagte, das ist meine persönliche Lieblingsnation. Und das hat mehrere Gründe, auf die ich zum Schluss eingehen werde, wenn ich es hoffentlich nicht vergesse. Fangen wir zuerst, wie immer, ich werde die Trees so unten durchgehen und zum Schluss gehen wir auf die Premium-Maschine ein. So, fangen wir zuerst mit den Reserve-Aircrafts an, beziehungsweise mit den Doppeldeckern. Das sind die Furies und die Nimrod sind, ja, auf gleicher Ebene wie die Deutschen, weder gut noch schlecht, aber die Sowjets oder auch von mir aus die P-Shooter haben dann doch schon deutliche Vorteile bei den Reserve-Aircrafts, weil die haben auch nur 2 MGs. 2 Vickers Machine Guns, wo die Sowjets zum Beispiel 4 haben. Also nichts Besonderes, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut. Aber das Ganze geht dann über in die Hurricane Mark 1 und das ist ein Biest. Also ich kann euch direkt mal von Anfang an sagen, die Flugzeuge von den Sowjets, sage ich schon, von den Briten sind vor allem in den ersten 3 Rängen stark, in Rang 4 okay und in Rang 5 nee. Also, wer mit dem nichts anfangen kann, der kann eigentlich schon aufhören. Aber dazu kommen wir später, denn in Rang 4 sind die Flugzeuge nicht schlecht, nur die Konkurrenz ist halt sehr, sehr stark. Darum geht's. Aber Rang 1, Hurricane. Ey, Rang 1, schaut es euch an, bitte. 8, 7,7 Machine Guns mit 2800 Schuss. What the? Der Hammer, der Hammer. Ganz ehrlich, so gut. Also klar, es sind nur 7,7 mm, logisch, aber es sind 8 MGs. Also ihr könnt damit so die Gegner vom Himmel ziehen. Das ist toll, ganz, ganz toll. Auf die Gladiator müssen wir nicht unbedingt eingehen. Ja, sie ist besser, sie ist ein besseres Biplane, weil sie hat 4 MGs. Die kann man natürlich auch reinnehmen. Klar, aber dazu kommen wir später gleich, weil so viel Auswahl habt ihr ja ohnehin nicht in Rang 1. Hier sind eure ersten Bomber. Das ist aber noch nicht die dedizierte Bomberlinie, das seht ihr ja auch hier unten. Das sind die beiden Blenheims, beziehungsweise die Blenheim und die Beaufort. Und ja, sind keine besonders guten Bomber, aber sind auch Rang 1 Bomber dementsprechend. Naja, 4 250 Pfund Bomben und 4 250 Pfund Bomben. Naja, kann man mit leben auf Rang 1. Und dann habt ihr noch die Swordfish, das ist ein Torpedobomber, wurde im Zweiten Weltkrieg sehr, sehr lange eingesetzt, verhältnismäßig. Und wie der Name verrät, hat halt Torpedo. Aber ja, das war's auch schon. Das war's auch schon. Viel Auswahl gibt's nicht. Auf die Premium-Flugzeuge gehen wir später ein. Meine Empfehlung für Rang 1 wäre natürlich ganz klar die Hurricane. Fangen wir anders an, bevor ich's vergesse. Meine Empfehlung wäre immer, wenn ihr die Möglichkeit habt bei einer Nation, wo ihr die Möglichkeit nicht habt, sage ich das. Aber eigentlich habt ihr die Möglichkeit bei jeder Nation, einen Bomber mit reinzunehmen und 4 normale Jäger. Weil den Bomber, damit könnt ihr halt am Anfang einsteigen in einer Ground Attack Mission, könnt kurz 4, 5 Bodenziele ausnocken, dann werdet ihr abgeschossen und dann könnt ihr in euren Jäger steigen, habt aber schon ordentlich Kohle und Erfahrung gemacht. Deswegen würde ich immer einen Bomber mitnehmen. Deswegen nehmt ihr die Hurricane mit, die Gladiator Mark II nehmt ihr mit, ihr nehmt die Beaufort mit oder von mir aus die Blenheim, das könnt ihr euch aussuchen, das ist Geschmackssache, die nehmen sich beide nicht viel. Die Blenheim hat halt die Beaufort hat halt ein besseres Turret, aber auf dem Level ohnehin egal. Und die Sportfish nehmt ihr nicht mit, weil die ist kacke. Die ist halt, hat ein Torpedo, aber den benutzt ihr eh fast nicht und damit schaltet ihr eh fast nichts aus. Deswegen nehmt ihr Hurricane, Gladiator, eine Beaufort und die Nimrod und noch ein Fury Reserve Aircraft. Oder wenn ihr tatsächlich wollt, noch einen Bomber oder einen Sportfish. Viel Auswahl habt ihr auf Rang 1 nicht. Nehmt das, was ihr habt. Die Auswahl kriegt ihr erst auf Rang 2. Deswegen springen wir auch schon direkt zu Rang 2 bei den Briten. Die Hurricane Mark 1... Wow, wer hätte das gedacht? Der evolutionäre Schritt ist die Hurricane Mark II. Die hat gesagt, 12 MGs, auch nur kleine.
Aber trotzdem, also wenn ihr, je nachdem, auf was für Flugzeuge ihr trefft, also wenn ihr auf kleinere Flugzeuge trefft, dann nimmt ihr mit den 12 MGs auch ordentlich, ordentlich die Gegner auseinander und 4200 Schuss, also da ladet ihr nicht so schnell nach. Und sie kann dann auch Raketen tragen. 652 mm Raketen, was nicht schlecht ist. Das Ganze geht dann über in die Typhoon Mark 1A, die ebenfalls nochmal 7 Browning Machine, die ebenfalls nochmal 12 Browning Machine Guns hat. Und wie ihr sehen könnt, Bomben tragen kann und ansonsten nicht viel mehr. Wundert euch übrigens nicht, warum ich alles noch nicht erforscht habe, beziehungsweise warum ich alles noch nicht gekauft habe. Ich fliege die niedrigrangigen Briten aktuell nicht so oft und dementsprechend habe ich noch nicht alles nachgekauft, seitdem der Patch draußen ist. So, aber natürlich kommen wir zu der bekanntesten oder zu der bekanntesten Flugzeugreihe der Briten überhaupt. Und das sind die Spitfires. Das Herz auf, wenn ich die anschaue. Schaut sie euch halt einfach an. Sind das nicht wunderschöne Flugzeuge? Übrigens, kleine Notiz am Rande. Die Spitfires waren übrigens immer weiblich für die britischen Piloten. Die haben sie immer sozusagen als weibliche, als Verehrerin, als ihre Liebe, als ihre weibliche Muse angesehen. Die Spitfires waren nie männlich, sondern immer, immer weiblich. Die hat acht Kanonen. Die hat acht Kanonen, ja. Die hat acht MGs. Ihr seht, auf den unteren Rängen dominieren noch die MGs. Das wird später anders. Aber auf den Rängen ist es auch vollkommen okay. Hier bei den Briten auf den niedrigen Rängen ging es halt eher so: Jo, okay, wir haben kleinere MGs, aber wir nehmen halt einfach ganz viele davon. Und ja, wir brauchen, ich bin ja auch noch gar nicht auf die Turning Time eingegangen. Die Briten sind natürlich die absolut typischen Turning Fighter, die besten neben den Japanern. Aber ja, die Japaner drehen noch ein bisschen besser, aber im Turning Fight sind die Briten halt einfach super toll. Das weiß, denke ich mal, jeder. Aber dazu kommen wir zum Schluss noch, wenn ich eine Empfehlung ausgebe, ob es eine gute Anfängernation ist. Spitfire Mark 1. Auch auf jeden Fall eine gute Wahl immer. Und hier kommt die erste Spitfire mit Kanonen. Zwar nur 22 mm Hispano-Cannons, aber noch 4 MGs dazu. Schön ausgeglichen. Damit habt ihr auf jeden Fall was ordentliches dabei. Dann kommen wir zum Bowfighter, der auch lange Broken Fighter genannt wurde. Teilweise immer noch. Sehr, 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 sehr starke Heavy Fighters. Das heißt, wie ihr seht, 4 20 mm Hispano-Cannons, fast 1000 Schuss, ein Turret. Damit könnt ihr ordentlich Schaden anrichten. So ein bisschen das Sturmovik-Äquivalent von den Russen. Beziehungsweise das Sturmovik-Äquivalent von den Briten. Und hier kommt ihr noch einen ersten Bomber. Ihr seht, viel Auswahl habt ihr nicht, wenn ihr mal so runterguckt. Ihr habt einfach nur vier verschiedene Wellingtons. Und die Wellington ist so ein Ding für sich. Das große Problem an der Wellington ist, die kann ordentlich was tragen. Die Bewaffnung von der ist aber totaler Crap. Die hat insgesamt vier Turrets. Aber die treffen nichts und die haben auch nur 7,7 mm Browning und Vickers Machine Guns, die halt keinen Schaden machen. Ihr habt zwar ordentlichen Loadout, den ihr mitnehmen könnt. Ihr könnt halt so eine Fassbombe abwerfen mit 2000 Kilo. Ihr könnt 18 125 Kilo Bomben nehmen oder zum Beispiel 9 250 Kilo Bomben, was nicht schlecht ist. Aber sie sind sehr, sehr fragil. Also wenn euch jemand trifft, also die steuern sich erstens kacke, also die fliegen sich sehr, 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 sehr starr und steif. Und wenn euch jemand trifft, ihr fallt relativ schnell auseinander, das ist ein bisschen schade. Aber das ist das halt, womit ihr leben müsst als Brite, wenn ihr Bomber fliegen wollt. Meine Loadout-Empfehlung wäre folgende: Ihr nehmt die Spitfire Mark 1, die Spitfire Mark 2, ihr nehmt einen Bowfighter. Ah, wir brauchen, wie viele Plätze haben wir? Fünf. Also die beiden Spitfires, den Bowfighter, eine der Wellingtons, dann sind wir bei vier. Und ihr nehmt die Typhoon Mark 1A, weil die halt eben 12 Maschinengewehre hat und ich sag mal ein bisschen besser noch dreht und sich ein bisschen besser fliegt, wie ihr auch an den Statistiken sehen könnt, als die Hurricane Mark 2. Das wäre meine Empfehlung für euren Loadout. Oh, die habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Hier gibt es natürlich noch eine Spitfire Mark 2A mit eben 8 Maschinengewehren, genauso wie hier auch. Die nehmen sich aber beide von den Stats her nicht besonders viel. Die hat eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Da könnt ihr halt einfach aussuchen. Wahrscheinlich hier habt ihr als allererstes, ich sag mal, Upgrades erforscht. Deswegen könnt ihr entweder zur Mark 1A oder Mark 2A. Müsst ihr selber wissen. Hier, die Mark 3B nehmt ihr auf jeden Fall mit rein. Einfach aufgrund der Kanonen. Juti, dann kommen wir zu Rang 3. Wie ihr seht, so viele Maschinen haben die Briten gar nicht. Das heißt, so viel Loadout-Empfehlungen muss ich da gar nicht aussprechen, weil man halt eh immer das gleiche nimmt.
Bei Rang 3 ist der evolutionäre Schritt hin zur Typhoon Mark 1B Late. Dies ist die erste mit tatsächlichen Kanonen und die hat auch 4 Hispano-Cannons, das heißt mächtig Bums dahinter. Ja, und 560 Schuss, also tolle Maschine. Dann habt ihr eine Spitfire Mark 5. Ihr seht, ab Rang 3 dominieren jetzt die Kanonen. Da habt ihr ebenfalls 4 Kanonen. Hier habt ihr 2 Kanonen und 4 Maschinengewehre bei den beiden Spitfires. Und ihr könnt nichts upgraden, außer jetzt von mir aus halt ein bisschen bessere Kanonen natürlich, sowas wie hier. Ich trinke kurz was, eine Sekunde. So, dann habt ihr die beiden Bowfighter. Das wäre dann einmal der Mark 10 und einmal der Mark 21. Der Unterschied zwischen beiden ist natürlich in der Bewaffnung. Also ihr müsst gucken, ihr habt zum Beispiel beim Mark 10 habt ihr 6 7,7mm Maschinengewehre und 4 Cannons. Hier habt ihr zwar nur 4 MGs, aber ihr habt halt 4 12,7mm MGs und 4 20mm Hispano-Cannons. Das ist halt der große Unterschied zwischen den beiden Bowfighters. Zwischen beiden Bowfighters. Und ja, ansonsten, ja, Bowfighter halt. Schrägstrich Broken Fighter. nein, Quatsch. Und hier habt ihr noch immer eben mal eine Wellington. Loadout verändert sich über die Zeit nicht, glaube ich. Ihr könnt 10-250er, 18-250er, weiß ich gar nicht, warum ich die nicht ausgewählt habe. Ich würde immer die 9-500er wählen. Das müsst ihr aber selber wissen. Mit 9-250 Kilobomben macht ihr aber eigentlich nichts falsch. Viel Auswahl habt ihr nicht, wie gesagt, weil das Problem ist, ihr müsst halt immer in den neuen Rang wechseln, wenn ihr dann die neuen Ränge erforschen wollt, weil wenn ihr jetzt, sagen wir mal, alle Rang 3er Flugzeuge habt und ihr wollt die Rang 4er erforschen, dann könnt ihr eigentlich keine Rang 2er mehr fliegen, weil die Erfahrungsschuld bei 70% oder so liegt. Das heißt, ihr kriegt 70% weniger Erfahrung angerechnet, wenn ihr mit einem Rang 2er Flugzeug einen Rang 4er Flugzeug erforscht. Das heißt, ihr müsst eigentlich automatisch in die Rang 3er Flugzeuge wechseln. Ja, meine Empfehlung hier ist eigentlich ganz einfach. Viel habt ihr nicht. Ihr könnt eine Typhoon nehmen, ihr könnt beide Spitfires nehmen. Dann nehmt ihr noch einen Bowfighter und eine Wellington. Und dann könnt ihr entweder hingehen und, solltet ihr Premium-Maschinen haben, das mit einer Premium-Maschine auffüllen. Oder ihr nehmt zum Beispiel noch die Spitfire Mark 3B hier rein. Oder ihr nehmt beide Bowfighter mit rein. Das müsst ihr selber wissen. Ich würde dazu tendieren, tatsächlich einfach noch eine Spitfire Mark 3B reinzunehmen. Weil zwei Bowfighter. Aber das ist Geschmackssache. Wie gesagt, so viel Auswahl habt ihr hier halt nicht, wie ihr seht. Der British Attack Tree ist leider nicht so ausgearbeitet, wie ich es dann doch gerne wünschen würde oder wie ich es gerne hätte. Leider Gottes. Kommen wir zu Rang 4. Rang 4, da wechselt ihr, da gibt es das erste Mal von der Typhoon, wechselt ihr auf die Tempest, die wirklich, wirklich gut ist, gerade in Arcade. Ihr habt einmal die Tempest Mark 5 und die Tempest Mark 5 Vickers P. Ich glaube, in Realistic Battles hat die noch immer nicht für ihr vernünftiges Flugmodell und kommt irgendwie nicht von der Landebahn runter. Aber in Arcade ist die super. Die Vickers P ist so ein bisschen so eine Eigenheit, dazu komme ich jetzt gleich. Ihr seht, die hat standardmäßig, die normale hat 4 Kanonen und ordentlich wieder Schuss da drin, wie ihr sehen könnt. Fast, 800 Schuss genau. Und die Tempest Mark 5 Vickers P ist halt so ein spezielles Ding. Die hat halt, wie ihr sehen könnt, 72 Schuss nur, aber hat halt 47mm Kanonen. Also, das ist schon mächtig. Also, 2 Stück davon, ich kann euch das ja mal zeigen. Das sieht halt einfach so gut aus, mit den 2 Teilen hier drunter. Also da, wenn ihr damit trefft, rumst es schon ordentlich. Und vor allem, es hat wirklich, wirklich einen guten Loadout. Also, einen guten Munitionspool. Weil 72 Schuss, kann man sich echt nicht drüber beschweren. Und hier gibt es halt auch noch die Tempest Mark II. Die hat wieder 2 20mm Kanonen. Und ansonsten nichts Besonderes, wo man irgendwie... Die meisten können halt immer Bomben tragen, wo man aber irgendwie jetzt besonders begeistert sein müsste. Fliegt halt einfach relativ gut. Kannst 718 Stundenkilometer erreichen. Also auf jeden Fall eine gute Maschine. Hier wechseln wir von der Spitfire in die neuen Spitfire, in die Spitfire Mark 16. Die hat 2 Kanonen und 2 Maschinengewehre. Was ein wenig schade ist. Das heißt... Hier hätte ich mir halt schon gewünscht, dass die zum Beispiel hier schon 4 20mm Kanonen hat. Aber man kann halt nicht alles haben. Das heißt, bei den Spitfires bleibt die aktuelle Bewaffnung eigentlich erhalten. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt. Weil ihr halt hier zum Beispiel bei der Mark 5C ja 4 Hispano-Cannons habt. Aber ja, kann man halt nichts dran machen. Ist halt ein bisschen schade, aber gut. Ist halt. Das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, dass auf Rang 4.
die Briten etwas anfangen, so ein bisschen zu straucheln, weil eure Konkurrenz ist so groß, wenn ihr das zum Beispiel mit den Deutschen vergleicht oder auch mit den Sowjets, wo die dann 4 Kanonen haben oder bei den Deutschen sogar teilweise 6 und 30 mm Kanonen plus 20 mm Kanonen. Ab hier fängt es ein bisschen an, unschön zu werden mit den Briten. Was ein bisschen schade ist, da brauchen die Briten halt einfach ein wenig mehr Liebe und ein paar bessere Modelle noch, um ein bisschen besser konkurrieren zu können. Dann muss man halt einfach leben, dafür sind die Spitfires halt in den ersten, die Briten halt in den ersten drei Rängen die spaßigste Nation überhaupt. Wie ich finde, für mich persönlich. Ja, Spitfire Mark 9. Sehr, sehr tolle Maschine als Premium und auch so als Maschine durchaus zu empfehlen. Aber wie gesagt, relativ wenig Munition und auch nur 22 mm Kanonen leider. Also etwas schwer zu, ich sag mal, zu rechtfertigen, diese Maschine auf dem Rang zu fliegen. Aber gut. Der Warfighter entwickelt sich dann final zum Mosquito Fighter Bomber. Fighter Bomber hat 4 Hispano-Cans und 4 braune Machine Guns, so wie man es halt kennt. Finde ich, sieht absolut cool aus, wenn man sich den mal so anguckt. Komme ich auch eh noch gleich zu. Diese Rundungen sind halt einfach schöne Maschinen. Ja, ist gut bewaffnet, klar. Hat Bomben, 2 500er oder 8 152 mm Raketen. Das heißt, damit kann man ordentlich was reißen. Ja, ist aber, muss man sagen, fliegt sich schlechter als der Bowfighter, finde ich. Also, die Stats zum Beispiel beim Mark 21 sagen 44 Sekunden Turning Time, das glaube ich nicht. Ich finde, der Mosquito Fighter Bomber dreht sich länger. Aber vielleicht ist es doch einfach nur eine subjektive Empfindung, beziehungsweise ist es halt einfach subjektiv vielmehr. Kann man schwer sagen. Das Ganze geht dann noch über eine weitere Wellington. Die nehmen sich alle nicht viel, außer teilweise in der Bewaffnung natürlich. In der defensiven Bewaffnung. Ansonsten, naja. Und das Ganze gipfelt dann im Lancaster Bomber. Der Lancaster Bomber hat halt tatsächlich jetzt das erste Mal wieder einen anderen, neuen Loadout, andere Art von Loadout, den ihr nehmen könnt. Ihr könnt zum Beispiel 6000 Pfund Bomben, 3 250er und so weiter. Oder halt, wenn ihr, also das ist halt der ultimative Bomber, wenn ihr zum Beispiel gegnerisches Airfield, also einen gegnerischen Flughafen, bombardieren wollt, da habt ihr halt 2 4000 Pfund Bomben, also 2 so Riesenfässer, da rumst es ordentlich, wenn es unten ankommt. Ja, meine Loadout-Empfehlung ist schwierig, ihr habt ja nicht viel, guckt euch das an. Ihr könnt ja, wenn ihr die Meteors erforscht, könnt ihr nur beide Tempest, ihr könnt die Tempest Mark 5 nehmen, die Tempest Mark 2, dann die beiden Spitfires, den Mosquito-Bomber, den Mosquito nehmen könnt ihr nehmen und einen Lancaster-Bomber. Das wäre meine Empfehlung, ihr könnt natürlich auch den Mosquito oder eine Spitfire rauslassen und dafür die Tempest Mark 5 mit 47 mm Kanonen nehmen. Das müsst ihr halt euch selber entscheiden, wie gut ihr zielen könnt, weil gerade bei so dicken Kanonen mit wenig Schuss müsst ihr halt dann doch relativ zielsicher sein. Ja, und hier kommen wir zur größten Tragödie bei den Briten. Ihr seht, ich habe alle, bis auf die Vampire, ich habe alle. Ich bin so ein großer Fan von den britischen Flugzeugen, aber ach ja, schade ist das. Die ist scheiße, die ist okay, die ist scheiße. Beziehungsweise, erklären wir das mal ein bisschen anders. Die Meteor F3 ist kompletter Crap. Die ist zu langsam. Die Bewaffnung ist okay. Also die Bewaffnung ist überall okay. Ihr seht, ihr habt überall 20 mm Hispano Mark 5 Cans, also neuere Kanonen. Ordentlich Schuss in jeder Kanone. Oder ordentlich Munition dabei. Also über die Bewaffnung kann man sich nicht beschweren. Aber die sind halt alle viel zu langsam. Ja, die haben genau das gleiche Problem wie die MiG-9. Die MiG-9 ist auch langsam, aber die MiG-9 ist dann noch etwas besser als die Meteor F3 und auch als die C-Meteor. Die C-Meteor und die Meteor F3 sind nichts anderes als, das ist die gleiche Meteor, nur die kann halt auf Flugzeugträgern landen und die halt eben nicht. Und hier ist genau das gleiche, ist hier nicht das gleiche. Entschuldigt bitte, hier ist glaube ich doch ein kleiner Unterschied. Oder ist da ein Unterschied? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, diese beiden kann man so ein bisschen mit, das sind die schlechteren MiG-9s. Die sind so auf dem gleichen Niveau wie die MiG-9s und die ist gut. Die Meteor F8 ist gut. Die ist nicht schlecht, aber die ist halt schlechter als die MiG oder die Sabres. Schaut euch halt auch einfach nur die Höchstgeschwindigkeit an. Ihr habt hier eine Höchstgeschwindigkeit von 901 km/h, ja, bei der Meteor F8. Die Bewaffnung ist gut, darüber brauchen wir nicht zu reden, aber die Geschwindigkeit. So, und jetzt gucken wir gleich mal das mal mit einer Saber.
Oh, wir haben hier 1118 Kilometer pro Stunde. Oh, wir haben hier 1030 Kilometer pro Stunde. Und das ist halt das große Problem. Die Meteors sind zu langsam. Das ist das größte Problem. Die Steigrate ist blöd, die sind zu langsam und dadurch werden die halt von den anderen Jets abgefarmt. Ganz ehrlich, die könnte man perfekt zusammenmatchen mit den Deutschen. Zumindest nicht die letzte, nicht die Meteor F8, die ist dann doch etwas stärker, aber die Meteor F3 und Meteor LW, Meteor F4, könnte man perfekt, wenn die ein neues Tier aufmachen, in die Tier 5 Sparte packen mit den ME 163 und 162, ja. Zumindest mit den aktuellen Flugmodellen, so wie die sind. Viele Flugmodelle sind natürlich auch noch nicht fertig, aber ich muss ja vom aktuellen Stand reden, damit ihr Bescheid wisst. Als Jet-Nation könnt ihr die Briten vergessen. Würde ich nicht fliegen. Also wenn ihr eine Nation sucht, um Jets zu fliegen, geht zu den Russen oder zu den Sowjets oder zu den USA. Vom Vampire fange ich gar nicht erst an. Das ist traurig. Da sind manche Propellerflugzeuge beschleunigen schneller als die Vampire. Und das liegt vor allem daran, dass das Flugmodell noch komplett unfertig ist. Also es hat noch kein vernünftiges Flugmodell, das Ding fliegt. Lassen wir es sein. Das ist einfach nur eine Tragödie. Eine Tragödie. Nein. Aber wir haben natürlich noch die Flugzeuge. Wir haben noch die Flugzeuge. Reden wir gerade über Panzer? Nein, wir reden natürlich über Flugzeuge. Ich meinte die Premium-Flugzeuge. Ich gebe wieder eine Empfehlung für jedes Tier. Ich würde keinen Rang 1... Premium-Flugzeug kaufen, weil ihr so schnell da raus seid. Wenn es eins davon sein muss, dann würde ich die Havoc nehmen. World Ray, nicht so toll. Und Galliato natürlich auch nicht so toll. Eine würde ich die Havoc wählen. Hier würde ich tatsächlich alle drei empfehlen. Ich weiß, ist blöd. Die Boomerangs sind super. Das sind australische Maschinen, die kommen aus Australien ursprünglich. Die sind total super. Die machen so viel Spaß. Deswegen sage ich ja, die Briten in dem Bereich ohne ab 4 weg, weil da die Konkurrenz zu groß ist. Die Maschinen sind nicht schlecht, aber die Konkurrenz ist zu groß. In dem Bereich sind die Briten so toll. Meine absolute Lieblingsnation in dem Bereich. Ab hier, wenn ich Rang 4 Flugzeuge wählen müsste, dann würde ich zu den Deutschen gehen und Rang 5 würde ich zu den Sowjets gehen oder zu den Amerikanern. Ja, aber die Boomerangs sind beide total toll. Also die kann ich auf jeden Fall beide super empfehlen. Die sind mega, mega wendig. Die machen einfach Spaß zu fliegen. Und die D520 war tatsächlich mal meine Lieblingsmaschine früher, weil das eine Maschine war, die hat sich mittlerweile ein bisschen verändert, aber früher war die so, konnte sich auf einem 1-Euro-Stück drehen. So krass war die Drehrate. Es war so lustig, wenn Gegner hinter euch hergeflogen sind. Ihr seid ganz an den Boden geflogen und habt euch gedreht und ihr konntet euch einfach im Kreis drehen, ohne Geschwindigkeit zu verlieren oder an Höhe zu verlieren. Und der Gegner verlor immer mehr an Höhe, bis ihr dann hinter ihm wart und ihr abgeschossen habt. Das einzige Problem an der D520 ist halt die fehlende Feuerkraft. Die hat halt sogar nur 4,7,5 mm, noch nicht mal 7,7 und nur eine Hispano-Cannon. Das ist das große Problem. Deswegen, beide Boomerangs kann ich empfehlen. Die D520, wenn ihr noch eine Maschine haben wollt. Keine Frage. Typhoon Mark 1B. Die Briten haben wirklich gute Premium-Maschinen. Die ist super. Die gibt es als Gift-Aircraft in so einem Pack. Die hat, wie ihr sehen könnt, 4 Kanonen. Was echt, echt super ist auf Rang 3, habt ihr halt wie hier ja auch. Da könnt ihr echt ein tolles Setup machen, so wie ihr hier seht, was ich hier gemacht habe. Aber meine absolute Lieblingsmaschine im ganzen Spiel, ist die Mustang. Und zwar nur die britische. Aus einem ganz einfachen Grund. Die hat einen deutlich schlechteren Motor als zum Beispiel das Äquivalent bei den Amerikanern, wo die ja herkommt. Und ist deutlich langsamer. Aber sie hat 4 Kanonen. 4 Hispano Mark II Cannons. Wenn ihr die in Arcade fliegt, boah. Die zerstört alles, weil die Kanonen sind auch relativ, was relativ untypisch ist, aber ist halt, weil es ein Premium-Flugzeug ist. Oder beziehungsweise gecaptured ist, oder vielmehr ausgeliehen ist, die haben es ja nicht gecaptured. Flugzeug ist von den Amerikanern, seht ihr, die sind relativ nah am Flügel. Spitfires und Typhoons haben manchmal hier sogar die Kanonen erst. Und die sind relativ nah zusammen, das heißt, ihr habt einen relativ guten Feuerwinkel, so ja nach vorne, sag ich mal, wo er schießen kann und die zerstört alles, was sie trifft.
die ist, ach, meine absolute Lieblingsmaschine. Ich habe, das wissen wahrscheinlich alle alle meine Zuschauer, die mir schon länger folgen, wissen das, wie sehr ich die liebe. Ich habe auf meiner Facebook-Seite, keine Ahnung, schöne Screenshots und ach, ich bin halt Fanat in die Mustang, die liebe ich bis heute, ist mein absolutes Lieblingsflugzeug im ganzen Spiel. Lass ich nichts drauf kommen. Absolut fantastisch. Keine Frage, kann ich empfehlen. Genauso wie die Typhoon auch. Die Hellcat würde ich sein lassen. Die ist okay, die kann man nehmen. Braucht man aber nicht unbedingt. Mustang und Typhoon für Rang 4. Und danach war es das auch. So, kommen wir mal zum Fazit. Sind die Briten eine gute Anfängernation? Ja, eine sehr gute Anfängernation. Aber nur bis Rang 3. Rang 4. Ja, bis Rang 3 einschließlich, so. Weil, wie gesagt, also jetzt im aktuellen Zustand, es kommen noch sehr, sehr viele andere Flugzeuge rein, das heißt, auf Rang 4 und Rang 5 werden die, oder vor allem auf Rang 4 werden die Briten dann wieder deutlich konkurrenzfähiger, aber wir reden jetzt vom aktuellen Stand, sind die bis von Rang 1 bis 3 die absolut lustigste und coolste Nation, um die zu fliegen. Mir macht sie am meisten Spaß, das ist natürlich alles sehr, sehr subjektiv, was ich euch jetzt erzähle, aber ich denke mal, dessen seid ihr euch bewusst. Das ist die absolut coolste Nation überhaupt. Ab Rang 4, meh, und Rang 5 erst recht, meh. Aber sie sind eine tolle Anfängernation, um das Spiel kennenzulernen. Ihr könnt ja auch zum Beispiel hingehen und könnt sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal nur bis Rang 3 und lerne das Spiel so ein bisschen kennen. Dann sind die halt vor allem gut für Anfänger geeignet, weil sie halt Turning Fighter sind. Sie haben relativ viele MGs, relativ viel Munition. Zumindest auf Rang 3 auch noch 4 Kanonen und so. Also, ihr habt halt deutlich mehr, ich sag mal, Spielraum, um Fehler zu machen mit den Briten, was ihr halt mit den Deutschen zum Beispiel nicht habt. Und weil es halt eben, ihr müsst Boom und Zoom nicht beherrschen, ihr könnt in den Kurvenkampf gehen, was halt in Arcade eigentlich fast immer passiert und am meisten passiert. Dementsprechend, Briten, auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wenn ihr aber tatsächlich sagt, ich will ins Anführungszeichen Endgame und will Jets fliegen, dann geht eher zu den Briten oder zu den USA. Dafür gibt es auch eigene Videos, die ich euch als Verlinkung in die Videobeschreibung packe und auch aufs Video. Dementsprechend, mit den Briten macht ihr nichts falsch. Und vor allem, warum die Briten meine Lieblingsnation sind, zumindest bis Rang 3, Rang 4 dann die Deutschen, Rang 5 dann die Sowjets, ist ganz einfach, die haben die schönsten Flugzeuge. Die sehen am schönsten aus. Ganz im Ernst. Guckt euch mal sowas hier an. Das sieht aus wie ein fliegender, schwangerer Truthahn. Guckt euch das an, das ist so eine Truthahnform, oder? Hier so. Sieht das nicht scheiße aus? Sieht total kacke aus. Ja, dankeschön für die Bestätigung. Sieht total scheiße aus. Oder guckt euch das an. Wie sieht denn das aus? Und ich sehe halt einfach diese, zum Beispiel bei der Spitfire, diese weichen, deswegen wurden die halt auch als Ladies bezeichnet, diese weißen, weichen geschwungenen Kanten, alles so abgerundet. Oder auch zum Beispiel, wenn man sich das mal anguckt, zum Beispiel den Mosquito Fighter Bomber, den ich euch ja vorhin schon gezeigt habe. Hier ist auch alles so schön abgerundet. Das sind einfach ästhetisch schöne Flugzeuge. Naja, das ist zumindest meine Meinung. Das soll nicht seltsam klingen oder so, aber ich finde, die sehen halt einfach am schönsten aus. Aber danach sucht man sich natürlich nicht die Nation aus. Das war jetzt einfach mehr nur so Spaß. Aber ich finde, die Briten sehen tatsächlich am schönsten aus. Die haben die hübschesten Flugzeuge und bis Rang 3, wie gesagt, die lustigste und tollste Spielweise, finde ich überhaupt. Ja, das war es auch mit der Nationenvorstellung von den Briten. Als letztes folgt noch die von den Japanern, die ich jetzt auch noch heute aufnehmen werde. Ich habe jetzt alle 5 Nationenvorstellungen an einem Tag aufgenommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer ab in die Kommentare. Ich werde sie versuchen zu beantworten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann.